Einen schönen guten Tag, Herr Wernicke. Guten Tag, Herr Baunach. Wir reden jetzt über Geig, also nicht die Geige zum Spielen, sondern Geig. Ich muss das aber auch immer ablesen, weil es ja so kompliziert ist für mich. Gesetz Elektromobilitätsinfrastruktur. Was soll das Gesetz überhaupt erreichen? Das Gesetz soll die Elektromobilität fördern, dass also mehr Ladestationen, mehr Ladeinfrastruktur in die Gebäude und auf die Parkplätze kommt. Also bei den ganzen Zulassungen ja auch wirklich richtig sinnvoll bei dem Ganzen. Und was ist jetzt der wesentliche Inhalt von diesem Gesetz? Das Gesetz regelt, für welche Gebäudetypen welche Stellplätze mit der Ladeinfrastruktur ausgerüstet werden. Also es ist sehr ausführlich geregelt, aber das ist der Inhalt, dass hier genau geregelt wird. Neubauten im Wohnungsbereich, im Nichtwohnungsbereich, bestehende Gebäude, das alles regelt dieses neue GAIG. Jetzt haben Sie schon so schön angesprochen. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Neubauten und Bestandsgebäuden? Also zunächst einmal muss man bei Neubauten wieder unterscheiden zwischen Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden. Ich denke, wir fokussieren uns mal auf die Wohngebäude. Bei den Wohngebäuden ist es so, bei Gebäuden mit mehr als 5 Stellplätzen, die also geplant und gebaut werden sollen, muss jeder Stellplatz mit dieser sogenannten Ladeinfrastruktur ausgerüstet werden. Das heißt, es müssen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dass man dort eine Ladevorrichtung anbringt, sodass man dort sein Fahrzeug eben laden kann. Das heißt aber, es muss nur die technische Infrastruktur da sein, aber nicht das Ladegerät an sich schon mal. Genau, das ist die andere Möglichkeit, dass man dann eben sagt, ich kann dort laden, aber ich muss es nicht sofort können. Okay. Welche Ausnahmen gibt es jetzt bei dem Gesetz? Weil in Deutschland weiß man ja immer, wenn ein Gesetz kommt, gibt es auch ganz, ganz viele Ausnahmen. Ja, da muss man unterscheiden. Eine richtige Ausnahme bei Neubauten gibt es eigentlich nicht. Da gibt es die sogenannte Quartierslösung. Das heißt, wenn mehrere Gebäude zusammenstehen, dann muss man das nicht unbedingt in jedes Gebäude einbauen, sondern kann sagen, das machen wir vielleicht in einer gemeinsamen Tiefgarage oder auf der gemeinsamen Parkplatzfläche. Dann kann man eben eine Gesamtlösung anbieten. Das andere ist bei den Bestandsgebäuden, da gelten nochmal ganz andere Regeln. Das ist ja so, da habe ich ein Anführungszeichen altes Gebäude und dann geht es erstmal los, wenn ich mehr als 25% der Gebäudehülle renoviere und die Parkplätze bzw. die elektrische Installation des Gebäudes damit mit angreife, dann löse ich diese Pflicht aus, und zwar bei bestehenden Gebäuden, die mehr als 10 Stellplätze verfügen. Dabei ist es egal, ob diese Stellplätze jetzt in der Tiefgarage sind oder oben. Das ist egal. Dann wird die Pflicht ausgelöst. Es hat aber wieder die Ausnahme von der Ausnahme, wenn nämlich die Gesamtkosten dafür dann 7% für diese Elektromobilität übersteigen, dann muss man es nicht machen. Also man möchte letztendlich den Eigentümer vor einer finanziellen Überforderung schützen. Also deswegen, da gibt es mehrere Punkte, die man beachten muss. Also ich liebe die Ausnahmen von der Ausnahme. Das ist immer ganz interessant. Das ist fast interessanter wie das eigentliche Gesetz für sich. Dann gibt es noch, was bedeutet es jetzt einfach für die Wohnungseigentümer? Wird es jetzt einfacher, eine Ladesäule zu installieren? Ja, für die Wohnungseigentümer insgesamt gibt es sowieso eine ganz neue Regelung. Seit dem 1. Dezember 2020 gilt das neue Wohnungseigentumsgesetz. Mhm. Und das sieht in § 20 vor, zunächst einmal einen Anspruch jedes einzelnen Wohnungseigentümers auf eine Ladesäule. Also er kann diese Infrastruktur verlangen, er muss sie dann auch selber bezahlen. Aber wenn die Gemeinschaft insgesamt das möchte, also dann kann man das auch durchführen. Also das hat man sehr, sehr erleichtert, Stichwort bauliche Veränderung. Das hat mit dem GAIG jetzt so gesehen nichts zu tun, aber ist natürlich für die Wohnungseigentümer ein großer Vorteil, wenn sie so eine Ladestation wünschen. Herr Wernicke, vielen Dank für die ganzen Informationen. Es ist gut, immer einen Experten wie Sie an der Hand zu haben, wenn man über neue Gesetze spricht. Herzlichen Dank. Danke. Hey, liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns einen Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.